So, Cassandra, erstmal herzlichen Glückwunsch, Miss Tattoo Berlin 2018. Wie war es für dich? Vielen Dank. Es war sehr aufregend. Ich war unglaublich aufgeregt. Erste Mal für mich. Aber es hat sich gelohnt. Sowas von, ja. Also war es eine schöne Erfahrung. Sehr. Ja. Ich war ja gerade vorne am Stand, die haben sich ja direkt alle um euch gerissen. Ich bin froh, dass du hier bist. Aber es ist schon, glaube ich, krass, oder? Definitiv. Also ich habe nicht mitgerechnet, weil es waren ganz viele liebe, hübsche Mädchen dabei. Hätte ich so auch nicht gedacht. Wir haben uns wirklich super verstanden. Die waren alle ganz süß. Und ja, dann rechnet man wirklich nicht mit. Also man denkt ja dann eher so an Zeckenterror, oder? Ja, definitiv. Man probiert zwar trotzdem irgendwie, okay, ich mache mein Ding jetzt und probiere das natürlich, aber es ist schon einschüchternd. Wir waren glaube ich, 15 Mädchen. Das ist schon auch eine große Anzahl. Definitiv. Und dann wirklich die eine zu sein, die das nun gewinnt, Wahnsinn, wow. Was genau hast du denn gewonnen? Magst du mal erzählen? Also was sind die Preise oder was ist jetzt das, was du dafür bekommst, sag ich mal? Außer natürlich Anerkennung und Lob und Preis, genau. Wertschätzung. Ja, also die Miss Tattoo Berlin darf sozusagen bei den Misswahlen für das Bundesland, also für Berlin, genau, darf ich sozusagen antreten. Genau. Da hast du die Chance, Miss Tattoo Deutschlands. Genau, so sieht's aus. Wann ist die Wahl? Weißt du das schon? Hoffentlich kannst du da. Nicht, dass du da nicht kannst. Na, da kann ich, aber. Hallo. Aber hallo, genau. Jetzt möchte ich aber. Genau. Ist September? Wenn mich nicht alles täuscht. Also, ja, noch dieses Jahr. Ist noch, ja, dieses Jahr. Ja. Genau. Nee, und das ist eigentlich alles. Also. Was ich jetzt gewonnen habe, aber das ist für mich viel mehr wert, dass ich nochmal antreten darf. Ja. Ne? Also jetzt Tattoo Queen oder Convention Queen, sage ich jetzt mal, hat zwar auch einen schönen Preis, die Reise nach London ist auch cool, aber ich freue mich definitiv mehr darüber. Sehr cool. Wann hast du dich denn entschieden, das mal zu machen? Hast du das überhaupt schon mal gemacht, sowas in der Richtung? Ich habe sowas in die Richtung noch nie gemacht. Ist so ein kleiner Kindheitstraum von mir, da ich früher mal Model werden wollte. Da mir aber ein paar Zentimeter fehlen in den Beinen und generell, ja, ich bin nur 1,73, das reicht halt okay, das so fürs Schuhe, weil ich habe gerade gedacht, ich wäre hier in der Mini-King. Das reicht halt nicht aus, ne? Und dann habe ich auch irgendwie festgestellt, naja, dass ich halt nicht die Gräten von meiner Mama geerbt habe, sondern eher die Stampfer von meinem Papa. jetzt hört es aber auf. Dann habe ich gesagt, okay, gut, dann kam meine Liebe zu den Tattoos und dann habe ich das immer mitverfolgt und dachte mir, eines Tages machst du mal mit und du schiebst das halt immer vor dir her. Ich habe immer gedacht, du hast das zu wenig Tattoos, das zu wenig, das zu wenig. Ne? Und irgendwann kam jetzt der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, also jetzt sieht es schon ganz gut aus, ganz farbig und jetzt kann man es mal machen. Sehr schön. Ja. Hast du denn ein Lieblingstattoo an dir selbst? Sind alle meine Lieblingstattoos irgendwie. Ich verbinde mit jedem was. Besonders mögen tue ich meine Handinnenfläche. Die ist zwar nicht sehr besonders, aber die hat unglaublich wehgetan. Das ist das schlimmste Tattoo, was ich mir jemals stechen lassen habe und das werde ich definitiv niemals vergessen. Also ansonsten, ja, meine Großeltern, ne, wichtiger Teil von mir, ja. Mein Rücken, mein Oktopus, Wahnsinn, also ich kann es gar nicht so sagen. Ja, ist wirklich, ja, man lässt sich ja auch alle aus Leidenschaft stechen. Ja, irgendwie ist das tatsächlich bei mir so. Was meinst du denn jetzt ganz bescheiden, womit du die Jury so überzeugt hast, wenn du das mal sagen würdest? Ich denke, dass ich irgendwie natürlich war auf meine Art und Weise. Mein Lachen vielleicht, das habe ich zumindest gehört und ich denke, es reicht manchmal aus, irgendwie die Erscheinung vielleicht, ja.
Ja, spricht ja auch alles für sich. Ja, ja, dann wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Erfolg bei der Tattoo Deutschlandwahl. Wenn du noch irgendwas Bestimmtes sagen möchtest über dich, frage mal am Ende, ob ich gut gefragt habe oder ob du noch was Bestimmtes dir auf dem Herzen liegt und das du noch sagen möchtest. Nein, gar nicht. Also okay. Hat mich sehr gefreut, mich mit dir zu unterhalten. Ja, gleichfalls. Okay. Noch später Stunde. Genau. Dann würde ich dich gerne ganz feste noch mal knuddeln. Ja. Und danke fürs Interview.